Publikum, bitte kommen Sie rein, setzen Sie sich. Wir starten das heißeste Panel auf der D3Con, das Adblocker-Panel. Ich freue mich ganz besonders auf das Panel, was ich letztes Jahr moderiert habe. Ich freue mich ganz besonders auch auf die Gäste, die wir dieses Jahr zu diesem Panel begrüßen dürfen. Ich darf die Herren vorstellen. Und zwar fange ich jetzt einmal hinten an. Entschuldigung mit der Stimme, aber es geht schon. Andreas Lenz ist der Gründer und Geschäftsführer des T3-Magazins, beziehungsweise der Yibase Media, dem Verlag dahinter. Und erzählt uns heute etwas über die Bedeutung von Adblockern in seinem Business und auch seine persönliche Haltung dazu. Direkt daneben von Interactive Media, Björn Kaspring, nicht nur in Funktion als Head of Premium Display von Interactive Media heute bei uns, sondern gleichzeitig auch der stellvertretende Vorsitzende des OVK und Vorstands der AGOV. Daneben, eigentlich brauche ich ihn nicht mehr vorzustellen, Matthias Ehrlich, vom Präsident des BVDW, gerade schon die Keynote unten im großen Raum gehalten, der vielen Dank, Ehrlich, dass Sie jetzt auch es hier oben hin geschafft haben zu unserem Panel. Neben Herrn Ehrlich in der Mitte, brauchen wir auch schon fast nicht mehr vorzustellen, Till Feider von IO, der Firma, die den größten, oder in Deutschland zumindest, bedeutendsten Adblocker anbietet, nämlich Adblock Plus. Dann daneben, große Runde heute, Dino Bongartz, der Geschäftsführer von VAdex. Und last but not least, direkt neben mir, Jan Andresen von Viseo, CEO, der auch einige sehr interessante Punkte, denke ich mal, heute zu dem Thema beizutragen hat. Und wenn Sie sich an das letzte Jahr erinnern, da hatten wir eine etwas unheterogenere Gruppe vor uns. Da hatten wir auf der einen Seite Till, wir hatten eine Mediaagentur und wir hatten die ganzen Publisher hier, die furchtbar böse waren auf IO. Heute etwas gemischter, sehr starke Verbandspräsenz auch und ich freue mich besonders auf die Diskussion. Ja, und ich möchte direkt damit anfangen mit letztem Jahr. Letztes Jahr hatte ich seitens des OVK eine Bemerkung im Ohr, die relativ aggressiv zum Schluss kam und die war, in einem Jahr ist das Problem sowieso erledigt. Und das ging relativ scharf gegen IO. Wenn ich jetzt in die Runde gucke, Till, du bist noch da, freut mich. Was ist passiert im letzten Jahr? Ja, erstmal vielen Dank, Julia. Ich denke, im letzten Jahr haben die Leute gesehen, dass das Thema Adblocking nicht einfach verschwindet. Man kann es nicht einfach totschweigen. Und das ist ja auch genau eigentlich, wie ich selber zu dem Thema gekommen bin. Ich habe eigentlich einen Hintergrund im Online-Marketing, bin auf das Thema Adblocker gestoßen und habe gemerkt, es wird immer Adblocker geben. Es wird keine technische oder juristische Möglichkeit geben, das Thema einfach zu beseitigen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann wirklich nachhaltiger Ansatz aussehen, damit dieses Problem, das wachsende Problem der Werbeverweigerung im Internet für die Publisher gelöst werden kann. Und wir haben damals gemerkt, es gibt eine große Mehrheit an Nutzern von Adblockern, die gar nicht gegen Werbeblocker oder gegen Werbung per se sind, sondern durchaus bereit sind, Werbung zu akzeptieren, wenn sie eben nicht störend gestaltet ist. Sie sind einfach nur genervt von vielen der aufdringlichen Standardwerbeformate. Und genau da setzt unser Acceptable Ads Programm an. Das heißt, wir geben Publishern die Möglichkeit oder auch Werbenetzwerken, unsere Nutzer zu erkennen und dann eine alternative Werbeform auszuspielen, die auch Nutzer von einem Werbeblocker bereit sind zu akzeptieren. Und so schaffen wir eben ganz signifikante Einnahmesteigerungen und auch messbare Einnahmesteigerungen für die Publisher und eine wirklich nachhaltige Lösung für dieses Problem der Online-Werbeverweigerung. Und natürlich ist das kontrovers, deswegen freue ich mich hier auf eine sehr lebhafte Diskussion, hoffentlich fair. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir auch tatsächlich über Lösungen sprechen können, wenn wir darüber reden können, wie kann eine Lösung aussehen, dass man eben Nutzer, die sich von Werbung gestört fühlen, ob man das nun mag oder nicht, und dem Finanzierungsinteresse von Websites, wie man das wieder zusammenbringen kann. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Lösungsvorschlag, aber wir haben auch immer gesagt, wir suchen ja diesen Dialog hier ganz bewusst, um eben das Programm auch weiterzuentwickeln. Okay, du sagtest gerade irgendetwas von Erlössteigerung, Umsatzsteigerung bei Publishern. Ich gebe jetzt mal direkt an die Publisher. Vielleicht Andi, erstes Wort an dich. Wie sieht es denn aus? Verdient ihr durch Adblock Plus mehr Geld?
Ob wir mehr Geld verdienen, ist eine schwierige Frage. In jedem Fall ist es so, dass wir halt über den Kontakt mit Adblock oder IO in der Lage waren, halt bestimmte Sachen zu whitelisten. Und auf den Zonen, seitdem wir gewhitelistet sind, mehr Geld verdienen als vorher. Und das ist, kann man als Fortschritt werten. Man kann auch den Standpunkt einnehmen, dass es den Adblocker nicht geben dürfte, aber das ist eher Theorie. Und die Praxis sagt halt, dass wir 30-40% geadblockte Werbung haben und sich da mit auseinanderzusetzen, also welche Werbeformen sind für den User erträglich, wie kriege ich Sachen gewhitelistet, wie funktioniert Werbung im Allgemeinen. Das sind Punkte, wo ich finde, mit denen muss man sich als Publisher auseinandersetzen. Und über Formate zu sprechen, welche für User erträglich sind, das finde ich durchaus ein gemeinsames Interesse, was man in einem Sparring in größeren Gruppen wie diesen halt, glaube ich, ganz gut machen kann. Ich muss etwas lächeln, weil du sagtest Whitelisting. Was habt ihr denn getan, um auf die Whitelist zu kommen, wenn ich mal konkret fragen darf? Eine E-Mail geschrieben, wo halt drin steht, dass wir einen Ad-Server betreiben, der sich an Acceptable Ads oder an bestimmte Werbeformate hält, die wir ebenfalls für akzeptabel halten. Und dann war das ein paar Tage später gewhitelistet. Also musstest du keinen Check schicken oder so, sondern das war dann sofort auf der Whitelist? Korrekt. Oh, das ist schön. Wie ist es so bei Interactive, Björn? War das ähnlich bei euch? Erstmal zu der ersten Frage ein klares Nein. Also wir verdienen nicht dank Adblock Plus mehr Geld. Ja. Das muss man einfach mal vorweg sagen. Wir haben als Vermarkter ein klares Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell heißt, wir monetarisieren Angebote. Wir monetarisieren Angebote über Werbung. Angebote, die dem Nutzer kostenlos ihre Inhalte und Dienste zur Verfügung stellen. Und wir sind gefragt, eben die besten Monetarisierungsmodelle dafür zu finden. Wir sind gefragt, die besten Produkte zu entwickeln, breite Produkte zu entwickeln, die am Ende, und das ist das Entscheidende für mich, die am Ende einzahlen auf die Ziele der Kunden, also unser Kunden, die uns bezahlen, der Werbungtreibenden. Das heißt, wir entwickeln Produkte, die am Ende die gesamte Customer Journey abbilden sollen für einen Kunden, für eine Kampagne, damit wir eben unseren Agenturen am Ende das passende Produkt anbieten können. Das klingt alles soweit sehr harmonisch eigentlich. Also, Herr Ehrlich, möchten Sie das ändern? Ich denke, wenn man, wir haben gestern Abend schon darüber unterhalten, wenn man so einen von diesen alten Mafia-Filmen sieht, es ist manchmal sehr harmonisch, wenn dann der entsprechende Pate sagt, wir können doch Freunde sein. Wir müssen es doch gar nicht streiten. Dabei hat der Typ schon unten den Beton an den Füßen. Und das ist genau, was wir hier haben. Also ja, für mich ist das, und das ist so manchmal die, wenn ich dem Till Feider auf Putin zugucke, das ist halt der Nette aus dem Mafia-Clan, der die Aufgabe hat, während zu Hause die Leute an den Waffen werkeln, hier die Diskussion in Richtung zu lenken, dass vielleicht doch aus Schutzgelderpressung ein anständiger, vielleicht auch durch die Berufsordnung geregelter Branche wird. Also um es ganz klar zu sagen, das ist Schutzgelderpressung. Es geht den Jungs in keiner Weise. Es geht den Jungs in keiner Weise irgendwas um die Qualität der Werbung. Das ist der ja ein Weg, wie man, und das ist schlau, muss man sagen, das ist schlau gegenüber denen, die aus blöder Werbeverweigerung solche Dinger in den Markt bringen und raushauen und bloß ärgern. Daraus ein Geschäftsmodell zu machen, wie man das so kaschiert, dass man dann auf solche Podien kommt und sagen kann, wir können euch helfen. Das ist klar, das ist schlau gemacht. Auf der anderen Seite aber ist Schlauheit unter Kriminellen ja nicht deswegen strafmindernd. Und da habe ich auch keinen Respekt vor. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe keinen Stolz sein auf die Kohle, die verdienst, aber das ist nichts, um stolz darauf zu sein. Dino, es zuckt dich schon. Ich möchte ihn zu Wort kommen lassen, ehe hier weitere Applaus-Tiraden auf uns einpreschen. Da zuckt mein Arm dann auch schon direkt. Da möchte ich dann auch mit einstimmen. Wir hatten gestern ja schon ein leichtes Warm-up. Auch aus meiner Sicht das Ganze. Wir haben seit 2003, 2001 bin ich in der Online-Vermarktung. Habe in den Jahren viele Publisher kennengelernt, die wirklich damals mit 2-3 Leuten im Keller angefangen haben, Webseiten zu vermarkten, die sich teilweise 100% durch Werbung finanzieren. Und da gibt es jetzt unter denen, die wir jetzt betreuen, wir arbeiten für viele Vermarkter und Publisher draußen als Technologiedienstleister, extrem wenige,
Das ist jetzt so der erste Fall, wo jemand sagt, ich verdiene dadurch mehr Geld. Ich habe Gegenbeispiele, wo Leute 30-40% der Umsätze verlieren. Und ich habe jetzt den ersten Publisher auch getroffen, der wegen diesem Geschäftsmodell mehr oder weniger den Exit hinlegen musste, weil er gesagt hat, ich kann das so nicht refinanzieren. Wir haben 90% Einnahmen Werbung und uns brechen die Einnahmen weg. Und wir können nichts dagegen tun. Und die Userzahlen sinken, wenn wir es irgendwie blockieren. Der einzige Ausweg ist, sie muss verkaufen. Also stirbt das Internet durch Adblocker? Na, ich glaube schon, dass gerade so der contentgetriebene Seitbetreiber, der jetzt nicht Kategorie A ist, sondern eher so in der zweiten Liga, vielleicht mit 500.000, 1 Million Impression, der sehr stark auf Technologie- oder Gaming-Themen sitzt, die haben teilweise über 50%. Und da geht dann wirklich auch viel Umsatz verloren. Und die leben halt wirklich zu 90, teilweise 100% von Online-Werbung. Und da brechen einfach massiv Einnahmen weg. Und dann bricht uns auch als User Content weg. Jan, wie ist es bei euch, Visio? Leidet ihr auch unter Adblockern oder habt ihr Umsatzeinbußen? Oder wie sieht es bei euch aus? Was ist eure Rolle im Markt? Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, glaube ich, so zwischen den Stühlen setze. Also mit unserem Produkt, wo wir vor 5 Jahren mit gestartet sind, vor 3 Jahren ist es aufgefallen, dass es überhaupt sowas wie Adblocker gibt und was für einen Impact die haben bei den Seiten. Das ist übrigens auch vor 3 Jahren, war das, glaube ich, den meisten Publishern selbst noch gar nicht bewusst. Also jedenfalls den großen Seiten, mit denen wir gearbeitet haben, die konnten das gar nicht quantifizieren, was denen eigentlich an Verlust geht. Und dann haben wir halt quasi zusammen mit der Firma Bemito das Produkt AdDefend entwickelt, was wir vertreiben auch an die großen Publisher und was den Publishern ermöglicht, obwohl oder trotz Adblockern Werbung auszuliefern. Also das Ziel ist es halt, Display-Werbung auszuliefern, aber wir bieten halt auch an, halt dann ein ganzes Backfilling mit Performance-Anzeigen mitzuliefern und generieren da wirklich signifikante neue Erlöse über diese sonst eigentlich geblockten Inhalte. Und deshalb bin ich so hin und her gerissen, weil ohne Adblocker gäbe es das Produkt nicht. Ja, also es schafft auch wiederum einen neuen Markt. Also ich freue mich ja, dass für euch da ein neuer Markt auch geschaffen wird. Aber es ist ja so, dass woanders dann die Umsätze wegbrechen, die dann umverteilt werden, was jetzt dem ursprünglichen Hersteller des Contents nicht unbedingt zugutekommt. Also man muss ja auch wirklich so ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass die Publisher oder die Vermarkter also quasi die Unschuldslämmer sind. Ja, also da muss ich jetzt auch so, selbst bei uns in der Firma gibt es viele, die einen Adblocker einsetzen. Es gibt durchaus Werbung, die würde ich akzeptieren, aber es gibt auch wirklich Werbung, ich sage, das ist einfach eine Frechheit. Ja, und das sind halt diese transparenten Overlays, wo ich erstmal das X suchen muss, um das zu schließen. Und ich sehe dasselbe halt auch jetzt auf dem Tablet oder auf dem Mobile, wo wir zum Glück noch nicht, oder zum Glück der meisten hier noch nicht so eine hohe Adblock-Rate haben, aber ich klicke da mit dem Daumen drauf und verfehle jetzt jedes zweite Mal den Schließen-Button und klicke dann auf die Werbung. Wahrscheinlich performt die Werbung sensationell, wird deshalb noch mehr gebucht. Aber da muss man sich dann auch mal fragen, ob das jetzt irgendwie so nachhaltig ist. Weil irgendwo erreicht das bei mir eine Schmerzgrenze, wo ich mich dann irgendwann umschaue, ob es nicht Alternativen dafür gibt. Lass mich ganz kurz nochmal was klarstellen. Über welches Tool auch immer verdienen wir nicht mehr Geld. Also, wir haben am Ende durch dieses Phänomen Verluste. Ja? Und es ist nicht so, wie du es jetzt darstellst, dass wir quasi darüber mehr Geld verdienen. Das ist halt der springende Punkt. Weswegen das ja auch auf seine Firma bezogen war, so habe ich die Aussage verstanden. Ich frage mich die ganze Zeit, über was reden wir? Reden wir hier darüber, dass Adblocker per se verboten werden müssten oder reden wir, also wie können wir hier konstruktiv weiterkommen? Es ist doch offensichtlich, dass User sich von Werbung, die zu stark ist, gestört fühlen und deswegen gibt es jetzt bei Webseiten, wir sind jetzt im Tech-Bereich, sind es so 30-50% der Impressions werden geadblockt, weil die User die Werbung stört, egal was Till macht oder nicht. Also es gibt ja auch andere Adblocker. Das heißt, die eigentliche Fragestellung ist doch, wie kann Werbung besser werden und wie muss Werbung besser werden? Und die Fragestellung, ob Adblocker verboten werden müssten, das wäre aus meiner Sicht eine ganz andere. Deswegen wäre meine Frage eigentlich vielleicht auch an den Herrn Ehrlich, reden wir hier darüber, dass Sie finden, dass alle Adblocker weltweit verboten werden müssten oder reden wir besser darüber, wie Werbung so optimiert wird, dass sie den User weniger stört? Also dieses Thema, wie Werbung sein muss,
Dafür arbeiten sehr viele Menschen und treiben das voran und machen Standards und so weiter fort. Die Werbung hat mit Sicherheit in den letzten Jahren sich verbessert. Wir haben teilweise Auswüchse gehabt. Wir haben mal diese Pop-Under-Geschichte gehabt. Die haben wir selbst im Markt gelöst. Das heißt, für bessere Werbung wird ganze Menge getan. Aber ich habe gestern dem Till auch gesagt, wir brauchen dich hier nicht für bessere Werbung. Das gibt es eine Menge Leute, die auch Ahnung davon haben. Ich wüsste nicht, warum jemand, der es im Wesentlichen durch das Wegblenden von Werbung Ahnung hat, wie gute Werbung sein soll. Das ist ja ein Job. Ich glaube, auch die Ausbildung ist dazu nicht geeignet. Ja, es geht darum, genau das zu verbieten. Ich darf mal etwas ganz kurz mal einen Aspekt reinbringen, der diese Diskussion nicht fehlt, weil wir Online-Werber immer gerne unter Druck gesetzt werden und wir uns eigentlich gar nicht bewusst sind, welche volkswirtschaftlich und für das Internet wichtige Aufgabe wir tun. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf die Straße als die meisten hier im Raum. In den 90er Jahren, als diskutiert worden ist, wie wir das Internet aufbauen, war ich in den USA bei diesen Netscape-Leuten und so weiter. Und da war eine große Frage, eine große Furcht, dass es ein Digital Divide geben wird. Also praktisch die Unterscheidung zwischen Menschen, die sich das Internet leisten können und solchen, die sich nicht leisten können. Und das Geld, das Internet aufzubauen, woher soll das kommen? Und diese Befürchtung, die zum Beispiel auch in Deutschland in der Politik sehr laut geworden ist, es waren Bundestagsanfragen von der SPD und so weiter, das war eine große Sorge überall. Die Armen haben kein Internet und der Unterschied zwischen Arm und Reich wird weltweit noch schlimmer, noch stärker. Und mit Online-Werbung haben wir das Modell gefunden, mit dem wir exakt diese gesellschaftliche Aufgabe, Internet für alle zur Verfügung stellen, schaffen können. Das heißt, wir haben das Freemium-Modell aufgebaut, mit dem Menschen, die nicht so viel Geld haben, die nicht investieren können in Internet, Internet kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben neben dem, was Premium beitragen kann, Content überall ist das weniger, die Zahlbereitschaft nicht so hoch ist, die Zahlfähigkeit nicht so hoch ist, haben wir über Werbung das abgeschaut aus der Medienwelt, die Finanzierung durch Werbung. Das heißt, Online-Werbung ist ein gesellschaftlicher Fortschritt, mit dem wir ein wichtiges Tool, mit dem wir vorwärts kommen in der Digitalisierung und mit den damit verbundenen Erfolgen voranbringen. Und insofern ist es eigentlich heutzutage die Aufgabe, wie sorgen wir dafür, dass das Querschießen von Leuten, denen es mit Geschäftsmodellen ausschließlich und alleine, das stelle ich mal hier und ich spreche das komplett solchen Buden ab, dass es um die bessere Werbung gibt, viel, viel Geld verdienen, so viel Geld verdienen, ich habe gestern Abend zu Till gesagt, du verdienst Kohle bis zum Abwinken, warum willst du jetzt noch geküsst werden dafür? Das kann ja nicht sein. Das heißt, wir müssen uns wehren, wir müssen diese Gesellschaft, die Errungenschaft verteidigen. Früher, nach dem Urheberrecht in den alten Medien, ist eine Veränderung des Inhalts, zum Beispiel den ein TV-Sender liefert, nicht möglich. Wir haben aufgrund der technischen Einstufung des Auslieferungsinstrumentes Browser rechtliche Unsicherheit, wo die rechtlichen, über heute ein Gericht es nicht schaffen wird, die Schutzgelderpressung durch Läden wie die von Till zu stoppen. Und da ist unsere Aufgabe und auch unsere Wand die Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass wir denen rechtlich einen Riegel vorschieben und dafür sorgen, dass Leute sich nicht dumm und dämlich verdienen können, indem sie so ein hohes gesellschaftliches Gut angreifen und zum Teil vernichten. Also zunächst einmal, wir haben in einer Hinsicht haben wir einen Konsens, Werbung ist absolut notwendig zum Erhalt des kostenlosen Internets. Deswegen machen wir ja auch dieses Acceptable Ads Programm, ist ein wahnsinniger Aufwand auf unserer Seite, weil wir eben nicht als Adblocker destruktiv sein wollen und den kostenlosen Content hier zerstören. Die Kernfrage ist aber, warum gibt es Adblocker? Und da, Matthias, steckst du so ein bisschen den Kopf in den Sand, weil du einfach sagst, wir arbeiten ja an der Qualität und wir haben das alles super im Griff und wir kommen daher und nehmen euch das Geld weg. So ist es ja nicht. Die Nutzer installieren ja einen Werbeblocker, weil du deinen Job nicht richtig gemacht hast, auch wirklich alle davon zu überzeugen, dass die Werbung, die sie sehen, einen Mehrwert bietet. Das Internet ist nun mal ein Medium, wo der Nutzer die Möglichkeit hat, ungewollte Inhalte auszublenden. Das mag einem jetzt passen oder nicht, das wird man nicht aufhalten können, so funktioniert das Internet. Und die Herausforderung ist es doch da,
diese Nutzer ernst zu nehmen, diese Nutzer trotzdem noch zu erreichen. Und genau das wollen wir ja schaffen, dass wir uns hinsetzen und überlegen, wie kriegt man es hin, diese sehr spezielle Zielgruppe wieder zu erreichen. Und da muss man eben gezielte Ansprache machen und darf nicht einfach sich hier hinsetzen und sagen, wir spielen hier Banner aus und die sind super, wir haben unsere Qualitätsmechanismen hier und wir machen gar nichts falsch und die Leute haben das gefälligst zu akzeptieren. Ist ein legitimer Ansatz, löst aber überhaupt nicht das Problem, weil du dann einfach so tust, als würden Adblocker verschwinden, wenn man nur ganz kräftig die Augen zumacht. Also man muss ja auch sagen, dass, also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber auf den durchschnittlichen Seiten, also den normalen News-Seiten, 25%, jeder vierte benutzt einen Adblocker. Ja, und da muss ich zum Teil Till zustimmen, Adblocker werden nicht verschwinden. Ich glaube, das werden wir juristisch nicht erreichen. Sag ich mal, vielleicht treibt ein Prozess die IO in die Insolvenz, aber dann gibt's ja noch genug Open-Source-Alternativen und die sind halt nicht greifbar. Allerdings glaube ich auch nicht daran, dass jetzt zwangsläufig die Werbung einen Mehrwert liefern muss. Dafür ist sie initial nicht unbedingt da. Es ist schön, wenn es gute Formate gibt, wenn die auch den User weiterbringen. Aber wenn ich jetzt einen Spiegel betrachte, das ist nicht dazu da, den User zu entertainen, sondern die Bande an Redakteuren, die ich habe, zu refinanzieren. Und nicht zwangsläufig, um nochmal einen großen Mehrwert zu liefern. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Denke, die sehr viele Leute in der Branche haben. Das ist natürlich auch schwer, das erstmal zu begreifen. Die meisten Leute kommen irgendwie aus den traditionellen Medien. Da ist es nun mal so, man spielt irgendeine Werbung aus und die Leute haben das gefälligst zu konsumieren. Im Internet ist die Dynamik nun mal eine andere. Da ist es nur einmal so, dass der Nutzer die Werbung abschalten kann, wenn er sie nicht will. Und man kann jetzt sagen, die muss nicht unbedingt unterhalten, die muss nicht einen Mehrwert liefern, die kann auch stören. Ja, das ist ein legitimer Ansatz, aber da muss man sich auch bewusst sein, dass einige Leute dabei verloren gehen. Und was wir schaffen wollen, ist, dass man diese Leute eben wieder erreicht. Und diese Leute kann man nicht einfach mit einem störenden Banner erreichen, denn die werden das einfach abschalten. Und wie gesagt, es muss einem nicht passen, aber so funktioniert das Internet, so funktioniert auch ein Browser. Ein Browser ist doch eigentlich ein User Agent. Das heißt, er entscheidet, wie wird ein Inhalt von der Website dargestellt für den Nutzer. Und darüber hat der Nutzer die Kontrolle, auch wenn du, Matthias, das doof findest, weil es dir vor Augen führt, dass deine Qualitätsmechanismen nicht wirklich greifen. Hätten wir Leuten wie dir zugehört im Wilden Westen, dann hätten wir heute noch den Wilden Westen überall, sondern wir haben irgendwann gesagt, Knarren werden vor dem Saloon abgelegt und man nimmt sich anständig dort. Das heißt quasi, ich will auch zum Beispiel eins mal klar sagen, es gibt einen konkludenten Vertrag zwischen jemandem, der meine Seite kostenlos nutzt, dass die Leute, die die Seite bauen, die Seite vorbringen darf, und da kann man nicht gleich auf den Profit gucken von irgendwelchen Vermarktern, sondern wir Vermarkter liefern die Kohle ab bei den Leuten, die Redakteure zahlen, die dafür sorgen, dass auch im Internet noch Redaktion möglich ist und nicht bloß Service hochgeklatscht werden, wo nur Maschinen noch tickern. Und die müssen bezahlt werden. Deswegen sind die Menschen, die Adblocker einschalten, sind asozial im eigentlichen Sinne. Denn wenn ich in München zum Beispiel auf den... 25% der deutschen Internet-User sind asozial? Du wirst lachen, wie viele Menschen tendenziell asozial sind. Wenn ich in München meine U-Bahn erreichen möchte, dann bin ich sehr froh, dass ich nicht durch irgendwelche klackernden Dinger gehen muss, wo ein Stau entstehen kann, gerade in der Rush-Hour, sondern wo ich schnell und zügig ohne große Kontrollen auf den Bahnsteig komme und in meine U-Bahn einsteigen kann. Und in der U-Bahn dann haben wir Gott sei Dank nicht Kontrolleure, die dauernd einen stören, sondern wo ich auf meinem iPad weiterarbeiten kann. Dieser gesellschaftliche Konsens, dass jeder seine U-Bahnfahrt zahlt und damit ein super System aufrechterhält, den haben wir sozial erreicht. Und dann sind die Typen, die nicht bereit sind, für die U-Bahnfahrt zu zahlen, sind tendenziell Menschen, die das soziale Errungenschaften, die wir haben, diese oftmals nur durch Handschläge, nicht durch Gesetz erzwungene, sondern durch eine gewisse Sozialität erreichte Niveau bei uns in Deutschland. Und unterscheiden wir uns eben von den Ländern, in dem Hauen und Stechen ist, die diese Menschen praktisch damit unterlaufen. So ist jemanden, der in der U-Bahn nicht sein Obolus für ein gutes U-Bahn-System entrichtet, exakt auf einem ethischen Niveau wie jemanden, der kostenlos Seiten, die andere Menschen bis tiefe Nacht eventuell programmiert haben, nicht zahlt. Deswegen ist die Tatsache, von denen ihr sprecht, die Typen, die das tun, haben in sich kein Recht,
da was zu verlangen. Es ist nicht Ihre Seite, es ist nicht Ihr Browser. Sie kriegen von vielen Menschen kostenlos erstellte Dinge zur Verfügung mit einer Bedingung. Ihr lasst nebenbei die Werbung zu und euer Kopf ist so schlau, es gibt die Banner-Blindness, die funktioniert auch ohne Adblocker. Wir sehen ja ganz klar, da können wir, glaube ich, noch den ganzen Tag drüber streiten, wir haben ja ein Problem. Und wenn ich die letzten Zahlen in der Presse sehe, wir wissen, dass 20-30% aller Werbeumsätze im Internet wegfallen. Wir wissen, dass wir damit ein erhebliches Problem haben, was die Finanzierung des gesamten freien Internets angeht und Zugang zu Information, Bildung, Unterhaltung. Und wir sehen, seit dem letzten Jahr hat sich auf dem ganzen Markt nicht viel bewegt. Wie können wir das Problem lösen? Bringen Klagen etwas? Brauchen wir auf politischer Ebene eine Gesetzeslösung? Agieren die einzelnen Vermarkter oder vielleicht auch die Verbände? Björn, ich gucke dich jetzt an, weil du hast zwei Hüte auf dem Kopf. Was denkst du, wie man das Problem lösen kann? Also wir haben, glaube ich, die große, und Matthias hat es heute Morgen auch gesagt, wir haben den Ansatz, wir wollen über die Verbände, in erster Linie BVDW und OVK, weiter an den, nennen wir es mal, an den qualitativen Rahmenbedingungen für nachhaltige Produkte, für nachhaltig funktionierende Produkte sprechen. Vielleicht nochmal eine kleine Randbemerkung. Am Ende entscheidet der Nutzer selber, die Zielgruppe, ob eine Kampagne funktioniert hat. Und in dem Moment, wo die Kampagne funktioniert hat, hat sie gewirkt und war die Kampagne gut. Und nur der Nutzer entscheidet am Ende darüber, ob eine Kampagne gut war. Wir sprechen hier aber die ganze Zeit über Acceptable Ads. Das hat nichts, rein gar nichts mit der Qualität einer Kampagne zu tun. Das muss man mal klarstellen. Ich glaube, da machen wir im Markt, und das muss man einfach mal sagen, alle, wie wir hier sitzen, machen da auch einen exzellenten Job. Wir bauen Produkte, die funktionieren. Wir versuchen eben, die komplette Customer Journey abzubilden. Die Agenturen bauen Kampagnen, die entsprechend auf die Zielgruppe, auf die Kampagnenziele funktionieren. Ich glaube, wir machen alle einen guten Job. Und wir erreichen Stand heute immer noch unsere Zielgruppe. Und wir erreichen immer noch die Ziele. Das muss man einfach mal so sagen. Wir müssen es flankieren aus meiner Sicht, auch aus Marktsicht, mit, wie gesagt, qualitativen Maßnahmen. Und qualitative Maßnahmen heißt für mich, weiter in Standards investieren, und zwar Standards schaffen auf Marktebene im OVK. Das heißt für mich auch weiterhin Aufklärung betreiben. Also was, und das hat auch Matthias Ehrlich gerade beschrieben, was hat eigentlich ein Adblocker für einen Impact am Ende des Tages? Ja, es ist ja nicht nur, dass die Werbung weggeblockt wird, es greift tief ein in die Seite, es greift tief ein in die Gestaltung eines Produkts. Am Ende des Tages sieht das Produkt nicht mehr so aus, wie es ursprünglich mal aussehen sollte. Diese ganzen Auswirkungen auch einer Adblocker-Nutzung müssen wir, glaube ich, auch viel deutlicher klar machen. Und ich glaube, es bedarf dort einer großen Marktinitiative, und das tun wir aus dem OVK heraus, aus dem BVDW heraus, eben diese qualitativen Bedingungen zu schaffen. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und man sieht es auch letztendlich, dass die Adblocker-Raten in bestimmten Bereichen aufgrund dieser Maßnahmen, wenn wir eben auch gute Produkte schaffen, auch zurückgehen. Ja, also ist dieser Weg gemeinsam mit den Anbietern von Adblockern, oder ist es ein Weg, den ihr als Vermarkter oder Verband alleine bestreitet? Ich glaube, wir müssen den Weg als Markt gehen, als Verband gehen. Ja, ich sehe, ehrlicherweise sehe ich die Adblocker-Anbieter da nicht als unbedingt diejenigen, die vorgeben, was wir tun müssen, weil das geht qua Geschäftsmodell nicht. Ja, also die haben ein großes Interesse daran, letztendlich das Geschäftsmodell weiter zu betreiben, eben auch dafür zu sorgen, dass man plötzlich sagt, Textbildanzeigen sind jetzt wieder hip, Textbildanzeigen sind hohe Qualität, haben eine hohe Akzeptanz. Am Ende des Tages wäre es dann so, als würde man in einen TV-Werbeblock nur noch Dias zulassen, ohne Ton, mit einer Texteinblendung, in der Hoffnung, dass man dadurch die Akzeptanz von TV-Werbung steigert. Und ich finde, das ist ja absoluter Schwachsinn. Ja, also deswegen glaube ich, wir müssen andere Ansätze gehen. Wir müssen wirklich Produkte bauen, die funktionieren. Das tun wir. Wir können uns als Markt, glaube ich, nicht sagen lassen, dass wir hier nicht unseren Job machen. Wenn euch gehen dreistellige, ich gucke jetzt mal in die Runde euch, den Vermarktern gehen dreistellige Millionenbeträge jedes Jahr durch die Lappen. Das Problem ist nicht neu, wir saßen letztes Jahr hier, davor gab es das auch schon. Ich frage mich, wie groß muss der Druck denn noch sein, damit man so eine Initiative dann auch wirklich startet und durchsetzt, wenn es euch so ernst ist? Warum passiert so wenig? Ich glaube, es passiert eine ganze Menge. Ja, und wenn man sich das mal anschaut, was wir gerade auch auf Verbandsebene, Matthias sprach auch das Thema Pop-ups an, Pop-under an. Letztendlich tun wir viel in Sachen Standardisierung. Wir tun viel, indem wir eben die Technologien im Markt scannen, entsprechende Lösungen darauf schaffen. Am Ende des Tages, und nochmal, am Ende des Tages ist entscheidend, ob eine Kampagne funktioniert, ob ein Kunde sein Ziel erreicht. Da ist es mir
ehrlich gesagt total wurscht, ob eine Textbildanzeige irgendwie aus Sicht von Adblock Plus akzeptabel ist oder nicht. Am Ende des Tages muss eine Kampagne auf das Ziel einzahlen, eine Kampagne muss funktionieren, dann ist sie gut. Nein, das ist eben, nein. Das sind zwei Sichten auf die Dinge. Ja, also wir haben unser Geschäftsmodell, wir, und das seht ihr hoffentlich genauso, ihr müsst letztendlich eure Inhalte auch finanzieren. Wir müssen die Inhalte für unsere Mandanten auch finanzieren. Und am Ende des Tages haben wir die Aufgabe und die Verantwortung, eben eine Monetarisierung eines Angebots zu schaffen, weil wir am Ende sonst eben keine kostenlosen Inhalte mehr bereitstellen können. So, und dann müssen wir eben gucken, ganz kurz nochmal, dann müssen wir halt gucken, wie Adblocker funktionieren, wie sie am Ende des Tages auf die Zielgruppe wirken, genau, welche Zielgruppen wir wie erreichen. Ja, das ist aber nicht die Lösung, eben alles wegzublocken, sondern die Lösung ist dafür eben, adäquate Produkte zu schaffen. Genau, und natürlich ist als Publisher die Einstellung nicht, dass es gut ist, alles wegzublocken, das werden Sie verstehen. Wichtig ist die Kommunikation mit dem Leser. Man kann natürlich nicht alles einrichten, was der Leser fordert, aber wir zum Beispiel machen das auf unserer Seite so, wir bieten seit, ich glaube, 4 Jahren einen Hinweis für Leute, die mit Adblocker unterwegs sind. Da steht einfach drin, dass wir diese Seite monetarisieren mit Hilfe von Werbung, dass sie das eben deshalb kostenfrei zugänglich ist. Das ist ein Mittel. Damit haben wir es geschafft, die Quote ein bisschen zu senken und dem entgegenzuwirken. Wir unterhalten uns auch mit unseren Lesern über neue Werbeformate. Man kann sich ja mal fragen, warum der Trend zu Native Advertisement geht. Welche Werbeformen sind für den Leser angenehm? Warum hat Facebook im Stream plötzlich Werbung? Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Grund hierfür, ist, dass die Display-Werbung so penetrant ist, dass man umzieht in die nativen Bereiche. Und wenn man das Sparring mit dem Leser, und ich finde, alle Beteiligten sitzen hier in einem Boot, die Verbände, die Publisher, die Adblocker-Betreiber, die Tool-Anbieter und auch die Leser. Wenn man hierfür keinen runden Tisch schafft, um sich darüber zu unterhalten, wie Lösungen aussieht, dann wird die Adblocker-Quote steigen. Und meine Theorie ist, die Technologie, die dahinter steht, Open-Source-Technologien für Adblocker, die sind flüssig wie Wasser. Mal angenommen, die Firma, also ich finde, vom Geschäftsmodell blicke ich auch nicht hinter und bin nicht unbedingt Fan von dem Modell von Till. Im Allgemeinen muss man sagen, es gibt hier eine Grundlagentechnologie und einen User-Stamm, der wächst, der sozusagen sagt, er ist nicht einverstanden, wie Werbung im Netz im Moment funktioniert. Das heißt, es werden aus meiner Sicht sogar in Zukunft Browser entstehen, die Default Adblocker anhaben und der User wird es entscheiden und Gesetzgebung wird dem nicht in der Geschwindigkeit entgegenwirken können, wie die technologische Evolution fortschreitet. Und wenn man hier nicht miteinander spricht und einfach irgendwelche Wildwest-Geschichten rausholt, dann kommt man einfach nicht weiter, denn die Zahlen, wie sie sich entwickeln, sind eindeutig und damit haben wir uns auseinanderzusetzen mit dem User, mit den Adblocker-Betreibern, mit allen Beteiligten, die hier an einen Tisch müssen. Also ich glaube auch, dass der Rechtsweg da eher ausgeschlossen ist. Wir haben damals, das war noch in den guten alten 90ern, die EMI mal beraten, da ging es ums Thema MP3 und da haben wir viele Konzepte vorgelegt, wie man mit dem Thema MP3 umgehen kann, wie man die User an Bord holen kann. Nachher haben sie alle Konzepte abgelehnt und haben gesagt, gut, wir verbieten jetzt MP3s, weil das gefällt uns nicht. Das hat nicht langfristig funktioniert, 2 Jahre später mussten sie dann an Universal verkauft werden. Also ich glaube schon, dass wir da irgendeine Form der Diskussion führen müssen mit dem Till. Ich bin ganz dankbar, dass wir wenigstens einen haben, der sich ab und zu mal stellt. Es gibt genug Adblocker da draußen, die sind Open Source. Wir haben da welche, die kommen aus Tschetschenien. Mit denen wird der Diskurs eher ein bisschen schwierig. Wir müssen halt schauen, dass wir was finden, was für beide Seiten funktioniert. Aber da sind wir noch nicht. Also ich sehe momentan jetzt mal als neutrale Position weder von der Seite von Till. Ich finde das, wie man sich da freistellen kann, wie man sich freikaufen kann, das Modell mehr als fragwürdig. Richtung Schutzgelderpressung bin ich im Moment hier bei. Und ich glaube auch nicht, dass die Aufklärung der User hilft. Also ganz ehrlich, dass ich schreibe, wenn du Adblocker nutzt, gefährdest du unsere Seite. Die meisten den Adblocker dann ausschalten, halte ich für ein Märchen, ehrlich gesagt. Wer ist bei uns der Fall? Verantwortung ist doch die große Frage. Na, das sind die gefährdet sind, die damit Geld verlieren, die müssen schon versuchen, das Thema auch voranzutreiben. Also er ist in einer ganz guten Position, er muss sich nicht zwangsläufig bewegen, er kann auch einfach abwarten. Wir müssen schon, wenn wir Geld damit verlieren, versuchen, eine Lösung zu finden. Und ich glaube nicht, dass eine Lösung sein kann, wir verbieten Adblock Plus, dann haben wir nächste Woche einen anderen da sitzen, der eventuell nicht mehr nach Hamburg kommt. Herrlich, das ist noch allzu kuschelig hier, oder? Na, das ist nicht allzu, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wie wir eine Lösung dort finden können. Die muss auch gefunden werden. Aber wir haben ganz einfach bei der Evolution eines
höher stehenden Lebens- und Wirtschaftsmodells haben wir eine ganze Menge Dinge erfunden, die es früher nicht gab. Und insofern, auch im Mittelalter gab es schon tolle Industrien, gab es eine ganze Menge an Wirtschaft schon. Trotzdem sind wir weiter marschiert und wir haben Dinge erfunden wie das Kartellrecht. Das war mit Sicherheit nicht im Sinne von vielen Wirtschaften dabei, aber hat dafür gesorgt, dass wir Strukturen erhalten, mit der Wettbewerb ein sehr wichtiges, wichtige Errungenschaft für das Funktionieren unserer Wirtschaftsform nicht kaputt gehen kann, weil tendenziell natürlich die meisten Märkte auf ein Oligopol und Monopol zulaufen. Und das sind wichtige Errungenschaften für die Wirtschaft, genauso auch wie das Copyright-Recht. Das Copyright-Recht hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, dass Menschen, die Aufwand reinstecken, das sind typischerweise ja auch gerade der Longtail, der nicht gesichert, aus gesicherter Position heraus entwickeln kann, dass der geschützt wird und dass der Wege hat, dass das, was er geschaffen hat, wirklich eins zu eins so ihm zugerechnet wird, er das monetarisieren kann, dass das Kopieren nicht so einfach ist und dass er auf die Art und Weise ein vermarktbares Produkt behält. Und das ist eine einfache Copyright-Frage. Das, was ich als Seitenbetreiber, als Gesamtwerk in den Browser reinstelle, das muss irgendwann vom Gericht so geschützt sein, dass ich sage, der Browserhersteller hat, wenn er diese Funktion ausübt, etwas darzustellen, nicht das Recht, über von ihm willkürlich zugelassene, nicht zugelassene Mitglieder in Add-on-Strukturen dann die Aufgabe, das auszuspielen, so zu verändern, dass Copyright beschädigt wird. Das heißt, zugelassen werden dürfen nur Copyright-Compliant-Anbieter. Das fehlt bei uns heute, weil eben im Gegensatz zu einem Fernsehschirm, der einen festen Rahmen hat, hat das Recht heute keine Möglichkeit, dass die geltenden Copyright-Regeln eins zu eins so anzusetzen. Und da weiß ich nicht, es ist der dümmste Spruch, den man machen kann, das ist so wie Kinder, hört sich an, das Internet ist so. Nein, das Internet ist nicht so. Das Internet gehört nicht mehr den Freaks von der Anfangszeit. Ja, die haben ihr Geld verdient, die sitzen zu Hause in Kalifornien an der Küste und lassen es gut gehen. Das Internet muss aufbereitet werden, dass es für jeden Menschen funktioniert. Und auch für die, die sich nicht so gut schützen können. Das Internet muss in sich wehrhaft werden. All das, was wir gemacht haben in Gesellschaft, das ist der Abbild unserer Gesellschaft. Also werden wir dort auch Schutzrechte und Copyright ist ein wichtiges Schutzrecht für den Einzelnen und für Firmen durchsetzen. Und das heißt, auch das, was ich baue, das, was ich ausliefere, wird so eins und eins gezeigt. Oder es gibt einen justizialen Fall. Und dann können unsere Gerichte auch das Thema mit Adblocking erklären. Dann ist das auf die Art und Weise vom Markt genommen. Also ich glaube, das ist genau diese Denkweise, die der Musikindustrie, wie eben angesprochen ist, auch nicht besonders gut getan hat. Das Kartell- und Wettbewerbsrecht ist ja ein guter Hinweis hier. Wettbewerb bedeutet ja, dass sich derjenige durchsetzt, der am Ende ein Produkt auf den Markt bringt, was von den Konsumenten gewollt wird. Und genauso ist es eben hier auch mit der Werbung. Man muss ein Produkt schaffen, was auch akzeptiert wird. Und jetzt gibt es diverse Zahlen darüber, wie niedrig die Akzeptanz von Online-Werbung ist. Vor ein paar Tagen gab es eine Infografik auf internetworld.de, da wurde verglichen, unterschiedliche Medien, wie hoch ist da die Akzeptanz der Werbung. Online und bei Mobile-Apps konstant, bei jeder Frage schneidet am schlechtesten ab, bei Glaubwürdigkeit, bei den Nervfaktoren, all das sind doch Hinweise, die man nicht einfach ignorieren kann. Man kann nicht einfach sagen, wir wollen die Nutzer dazu zwingen, das so zu konsumieren, das wird nicht funktionieren, denn ich sage den Satz gerne nochmal, das Internet ist so, der Nutzer hat die Kontrolle darüber, was angezeigt wird. Selbst wenn man jetzt die Browser da irgendwie umgehen würde, dann gibt es die Host-File, das ist einfach eine ganz andere technische Voraussetzung, der man sich stellt muss, dann steht man im Wettbewerb und muss es schaffen, Produkte auf den Markt zu bringen, die Akzeptanz der Konsumenten haben. Und bei Online passiert das noch zu wenig, deswegen gibt es die Problematik mit den Adblockern. Und du machst es dir zu leicht, wenn du die Verantwortung jetzt einfach auf ein Startup in Köln schiebst und sagst, die sind schuld, dass Werbung blockiert wird. Nein, die Einnahmeverluste passieren, weil ihr es noch nicht genug schafft, die Nutzer davon zu überzeugen, dass die Werbung auch wirklich konsumiert werden kann. Und die Lösung heißt dann Text-Bild-Anzeigen, stumme Text-Bild-Anzeigen, die am Ende nur einen ganz kleinen Ausschnitt sozusagen unseres Produktportfolios abbilden. Und die Lösung ist, eine Fake-Community von Adblock Plus sagt, Text-Bild-Anzeigen sind die Lösung.
und alles andere ist nicht akzeptabel. Nein, das ist dann die Lösung. Also ich verstehe die Lösung nicht. Die Lösung ist, die richtige Balance zu finden. Die Lösung ist, rauszufinden, diese spezielle Zielgruppe, was ist die bereit zu akzeptieren? Wie findet man genau den richtigen Mittelweg zwischen einerseits den Finanzierungsinteressen der Websites, andererseits aber auch eben einem positiven Nutzerinteresse? Aber Entschuldigung, ganz kurz. Und das ist genau das, warum wir Acceptable Ads gestartet haben. Das ist genau der Grund, darf ich kurz eben, das ist genau der Grund, warum wir diesen Dialog immer wieder suchen, weil wir eben rausfinden wollen, wo ist da genau die goldene Mitte? Was kann man dieser sehr speziellen Zielgruppe zumuten? Und manche Bild-Text-Kombinationen laufen erfolgreich, aber es sind auch ganz andere Dinge möglich. Aber deswegen suchen wir ja den Dialog mit Vermarktern, mit Werbenetzwerken, um eben gemeinsam diese Dinge zu ermitteln. Erzähl nicht so einen Scheiß. Du suchst nie den Kontakt zu den Vermarktern. In den Gesprächen, die ihr macht, um eure Kohle abzuzocken, geht es nicht um die Qualität der Werbung. Das ist totaler Blödsinn. Das ist, warum sitze ich denn hier? Geht es einzeln? Dein Chef, der Tim Schumacher, ist ein sehr smarter Typ. Ganz smarter Typ. Er war bei uns, hat damals Sedo aufgebaut, war bei mir im Konzern, Geschäftsführer von der smarten Gruppe, die viel Kohle abgeliefert hat für den Konzern und hat dann auf dem Weg als Business Angels diese smarten Ideen gehabt. Das ist absolut smart, dich hier hinzusetzen als PR-Frau. Das ist absolut, als PR-Mann, Entschuldigung, die absolut smart, weil du eben solche Themen behaupten kannst. Euch geht es nicht um die gute Werbung. Wir brauchen euch nicht. Wir haben immer weil dieses Thema ist so komplex, dass es Leute mit dem Niveau an Wissen zu dem Thema, du hast nichts zu tun mit dem Markt. Du bist nicht in dem ständigen Fight, den wir gemacht haben. 10 Jahre war ich in diesen Markt drin. Und ich du warst 10 Jahre im Markt drin und jetzt haben wir eine Adblocker-Problematik. Das liegt doch ganz klar daran, dass Leute, die Verantwortung hatten, es eben nicht geschafft haben, wirklich auf den Konsumenten zu hören. Und nochmal zum Dialog. Wir haben uns beworben bei BVDW, ihr habt uns nicht angenommen. Wir sagen immer wieder, wir wollen den Dialog. Wenn ihr nicht mitmacht, dann das wirst du auch weiterhin tun. Dafür wirst du bezahlt von deinem Laden, wirst gut bezahlt. Das wirst du weitermachen. Ich wäre auch schmerzfrei, wenn ich so viel Kohle verdienen würde und nicht meinetwegen ethische Ansprüche zu hoch setze, da würde ich hier sitzen genau und denselben Scheiß erzählen. Na klar. Aber das ist halt das Problem. Das ist, du schiebst Dinge vor. Wir brauchen euch nicht, um dieses Thema Werbung zu funktionieren. Werbung ist nicht unbedingt das, was jeder haben will. Natürlich würde gern jeder, wenn wir einen PVR, wenn das die deutschen Gerichte erlaubt hätte, dass man aus den PVR, da gab es mal ein Gericht, wo ein Anbieter aus Rheinland-Pfalz hatte die erste Maschine gebaut, die automatisch die Fernsehwerbung beim Aufnehmen rausgeschnitten hat. Das wurde verboten, aus Copyright-Gründen. Punkt. Und ist deswegen der Fernsehkonsum zurückgegangen? Das ist nicht der Grund. Ja, definitiv nicht. Bitte? Nein, das ist die Technologie. Es ist eine andere Technologie, aber es ist auch nicht richtig, was du sagst. Es gibt eine BGH-Entscheidung im Fall der Fernsehfee, dass Werbeblocker absolut zulässig sind. Also der juristische Weg, der wird nicht wirklich weiterhelfen. Und nochmal, es bringt doch jetzt nicht, dass du dich hier hinsetzt und sagst, wir brauchen euch nicht. Die Automobilbranche, die wollte den TÜV wahrscheinlich am Anfang auch nicht. Mittlerweile sind alle froh, dass es ihn gibt. Ihr braucht uns, um diese Zielgruppe... Ihr Mafia-Bande werdet euch dann nicht mit dem TÜV vergleichen. Hier geht es um Sicherheit, ihr habt eine Zielgruppe verloren, die wollt ihr jetzt wieder haben. Wir haben keine Zielgruppen verloren. Die Nutzer sind bei uns. Aber sie konsumieren eure Werbung nicht mehr, also habt ihr sie doch verloren. Sie konsumieren erstmal die Seiten, die sie haben. Sie konsumieren die Seiten, es gibt eine konkludente Geschichte, wie finanzieren wir eine Seite, die keine andere Einkünfte hat als Werbung, also mit Werbung. Das ist der Punkt. Euer Produkt ist die Werbung und dieses Produkt wird nicht konsumiert, also habt ihr diese Zielgruppe verloren. Wir können euch helfen, die wieder zu erreichen, also braucht ihr unsere Hilfe. Das ist also, ich kann kurz unterbrechen, Björn, was wolltest du noch sagen? Er möchte auch mal zu Wort kommen, ja. Ich wollte mit nicht ganz so markigen Worten, aber im Prinzip das Gleiche sagen. Letztendlich glaube ich, ist es vermessen zu sagen, wir brauchen Adblocker, um festzustellen, wie wir die Zielgruppe erreichen. Also ich glaube, da könnten wir jetzt hier alle aufstehen und gehen, dann würden wir nämlich nicht verstehen, was wir hier tun. Ich glaube, wir brauchen keine Adblocker, um zu wissen, wie erreiche ich eine Zielgruppe richtig. Also das muss man mal klarstellen. Das macht man anders. Dazu gibt es entsprechende Leistungswerte, dazu gibt es Marktforschung, da gibt es Profis, Experten in Agenturen, bei Vermarktern, die wissen, wie wir Zielgruppen erreichen. Und mal ganz davon ab,
wir erreichen Stand heute immer noch lustigerweise die richtigen Zielgruppen. Ja, sonst würde das Geschäft ja auch nicht mehr funktionieren. Komischerweise sitzen hier immer noch Leute im Raum, die verstehen ihr Geschäft und wissen, wie sie Zielgruppen erreichen. Das finde ich immer noch erstaunlich. Also wir brauchen, glaube ich, keinen Adblocker, der uns am Ende des Tages sagt, mit welcher Werbeform erreiche ich welche Zielgruppe. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich hier nochmal was zu sagen wollte. Ich glaube, am Ende des Tages, das, was du geschildert hast, ist am Ende das, was wir eigentlich ja schon immer machen. Wir entwickeln Produkte, wir entwickeln Umfelder, wir haben hochwertiges Inventar. Wir steuern die Kampagnen so aus, und das ist unser Job, nochmal, wir steuern Kampagnen so aus, dass sie am Ende die Zielgruppe erreichen. Wir entwickeln Produkte, die am Ende die Zielgruppe erreichen. By the way, native Werbeformen sind auf der Whitelist nicht erlaubt, ja, weil sie integrativ sind. Und weil sie zu nah am Content stehen, ja, also das heißt, differenziert sehen, ja. Teilweise ist das wir müssen das sehr differenziert sehen, in der Tat, und ich sehe das tatsächlich so, wir haben schon immer Produkte gemacht, Kampagnen gemacht, die ihre Zielgruppe erreichen, am Ende des Tages brauchen wir keine Whitelist, die uns sagt, plötzlich geht nur noch über Textbildanzeigen alles, und letztendlich glaube ich, wir sind da ein bisschen weiter. Ja, ich denke aber, ein Aspekt fehlt einfach, im Diskurs weiterzudenken, wie sich der Markt entwickelt und das in die Betrachtung zu ziehen. Ob man jetzt darüber redet, wie das Geschäftsmodell von Till ist und sich daran festbeißt, wie die Definition von Acceptable Ads aus der Sicht von IU aussieht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde, im Allgemeinen ist einfach die Frage, wie sieht der Diskurs aus und die Zukunftsentwicklung von Werbung. Da kann man weit ausholen, da kann man über Targeting und Tagging und Cookies reden, da kann man über Werbeformen reden. Ich als Publisher am Ende sehe, die Quote der Adblocker steigt. Und da macht aus meiner Sicht irgendwelche Prozesse im Werbemarkt sind hier nicht ganz korrekt. Und deswegen finde ich, der Austausch über Werbemittel und Werbeformen, der muss intensiver werden. Ob da jetzt Till sitzt und man aufsetzt auf dem Format von Acceptable Ads, das ist eine ganz andere Frage. Das finde ich im Übrigen auch viel zu langweilig, darauf rumzuhacken. Sondern die Besetzung dieses Gremiums, was über solche Werbeformen befindet. Nur mal ein Beispiel. Wir kriegen ein Interstitial auf unsere Mobile-Seite. Was passiert? Wir haben 30-40% Verluste an Page-Impressions, weil wenn das auf der Startseite aufgeht, das ist eine Werbeform, die ist committed von den Verbänden. Da frage ich mich, was ist da los? Also da finde ich, ist das Sparring und die Zukunftssicht und sozusagen die Macht, die der User inzwischen hat durch all diese digitalen Mittel, wird einfach total unterschätzt und von Wunschdenken überlagert, was in der Realität aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren kann. Ja, aber ganz kurz, bevor wir hier ganz viele Aspekte aufmachen, wir dürfen uns doch aus Publisher-Sicht und auch aus Vermarkter-Sicht, dürfen uns doch die Fäden nicht aus der Hand nehmen lassen. Wir müssen doch die Kontrolle behalten über das Inventar, über die Produkte, die wir anbieten. Wenn ihr Interstitials plötzlich auf eurer Mobile-Seite habt und ihr wisst darüber nichts und ups, wo kommt das jetzt plötzlich her, dann ist ja nicht Till die Lösung. Ja, da habe ich noch nie gesagt, dass Till die Lösung ist. Ja, wir müssen und den Diskurs führen wir ehrlicherweise immer parallel, ständig. Ich glaube, es ist keiner hier im Raum, der sagt, hey, wir sollten mal anfangen, über Werbeformen zu sprechen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ja? Also wir führen die Diskussion tagtäglich, wir führen die Diskussion auf Verbandsebene, warum gibt es Standards, warum gibt es gewisse Gremien, die sich eben im Konsens darüber verständigen, was sind akzeptierbare Werbeformen, die funktionieren auf bestimmten Umfeldern, wofür gibt es das? Das gibt es ja. Ja, gibt's ja alles schon. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade, weil Till sagt, wir brauchen das, fangen wir jetzt an, darüber zu reden. Dafür brauchen wir keine Adblocker. Nein, aber die Folge dieser Entscheidungskraft und Kompetenz dieses Gremiums ist eine steigende Adblocker-Quote. Und das macht mir als Publisher Sorgen. Jetzt mal kurz in die Runde gefragt, wer glaubt, dass die Quote an Adblocker in der Zukunft noch eher steigen wird? Also ich würde freiwillig mit Sicherheit nicht sinken. Die Frage ist ja, also ich habe vorher viele Leute gesprochen, was ich von dem Panel erwarten, wie wir in der Diskussion und der Lösung so ein bisschen weiterkommen. Ich befürchte, wir können noch in 3 Jahren jedes Mal sitzen. Till wird wahrscheinlich dann auch noch da sein, dass das Phänomen verschwindet oder sich relativ zeitnah verbieten lässt. Sehe ich eher skeptisch, das dürfte doch schwierig werden. Die Frage ist, wie kommen wir wirklich weiter? Das Geschäftsmodell, das haben wir jetzt weitestgehend abgehakt. Ist das, was Sie machen, in weitester Form Abzockerei? Ja, ich glaube, da haben wir einen Konsens unter den meisten hier. Trotzdem werden wir uns damit auseinandersetzen müssen und gucken, wie wir die Diskussion weiterbringen, wie wir mit dem Problem umgehen. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz einhaken und auch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich sehe, wir haben noch Zeit. Gut, ich fange mal direkt an. Bitte sehr. Kommt direkt der schärfste Kritiker.
Ja, guten Morgen. Kurz vorstellen. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Ich bin Blogger, der in Taiwan wohnt. Das heißt, ich habe es bis nach Hamburg geschafft heute, um den Till dann auch mal persönlich kennenzulernen. Ich durfte leider nicht auf dem Panel teilnehmen. Till hat gesagt, er kommt dann nicht, weil ihm dann die Diskussion ein bisschen zu polemisch wird. Von daher danke Matthias Ehrlich, meinen Part übernommen zu haben, so ein bisschen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich hätte eh nicht reagiert. Ich denke, ich war polemisch. Ich habe es klar angesprochen. Richtig, nochmal. Völlig in Ordnung, d'accord. Ich glaube, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, weil ich weiß nicht, wie viele Publisher hier letztendlich heute hier in diesem Raum sind. Ich betreibe ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben etwa 20 Angestellte, die weltweit unterwegs sind. Wir sind nicht in irgendeiner Art und Weise gefundet von einem externen Investor. Wir betreiben das Ganze zu 100% über Werbung. Mir ist Adblock Plus aufgefallen vor etwa 2,5 Jahren, als die Süddeutsche und Golem etc. mal so eine Kampagne gestartet haben. Bitte schaltet euren Adblocker aus. Hallo, ich glaube, die meisten kennen ihren Blog hier und die Problematik. Vielleicht stellen Sie bitte kurz die Frage, damit die anderen auch gehen. Nee, ich habe keine Frage, ich habe einen Monolog. Dann wäre es nett, wenn Sie sich widersetzen und die Fragen noch klären können. Ich möchte hier einfach nur mal ganz kurz ein Statement dazu abgeben, um was passiert, weil ich glaube, wir lassen hier, der Andi sitzt so ein bisschen da so außen als Publisher und... Herr Pallenberg, wirklich, wenn Sie eine Frage haben, gerne, ansonsten würde ich gerne das Mikrofon weitergeben. Okay, dann müssen wir das Mikrofon weitergeben. Dankeschön. Ja, moin moin zusammen. Christian Bennefeld, ich habe vor 13 Jahren die Firma E-Tracker gegründet, mache jetzt ein neues Venture, das noch im Stealth-Mode, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Mir geht ein Aspekt, ist ein bisschen kurz gekommen. E-Tracker habe ich gegründet. Okay. Ist vielleicht ein Begriff. Danke. Ein Aspekt kommt mir ein bisschen kurz. Dass das moderne Wegelagerei ist, ich glaube, da sind wir uns ja alle im Saal einig. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist die Diskussion rund um Alternativen zu kostenlosen Modellen, die hier nicht gezeigt werden. Sie als Publisher haben doch die Aufgabe, nicht nur zu gucken, wie kann ich mein Geld sozusagen mit Werbung verdienen, sondern vielleicht auch dadurch, dass ich hochwertigen Content gegen Geld oder gegen andere Leistungen anbiete. Wie ist denn da sozusagen der Ansatz? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Selbst Google geht doch heute hin und bietet heute gegen Bezahlung an. In USA läuft ein Testprogramm, haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, dass der Nutzer keine Google-Werbung mehr bekommt. Warum denken Sie nicht über solche Modelle nach? Es wird so getan, als wenn alles kostenlos sein müsste. Muss doch nicht. Das stimmt ja so nicht. Also zum Beispiel, wir haben auf dem Horizont Award dieses Jahr ausgezeichnet die Donata Hopfen, die die schwierige Aufgabe hat, im Printbereich, im Verlagsbereich, das Flaggschiff zu führen, wie eine der größten deutschen Printmarken, nämlich die Bild-Zeitung, in der Lage ist, ihren digitalen Weg auch mit Paid Content zu gehen. Und die ist bewusst deswegen ausgezeichnet worden, weil sie alternative Modelle entwickelt, um Redaktionen weiterhin zu erhalten, die in der Kosmos-Welt sehr schwierig in der Form, in der Höhe, in der Qualität noch darstellbar ist. Insofern machen wir das. Wir haben genügend Beispiele, wie Verlage, große TV-Häuser auch in E-Commerce reingehen, versuchen sich quer zu subventionieren, indem sie ihre Nutzerschaft an eigen aufgebaute und eigengepflegte E-Commerce-Systeme andocken und auf die Art und Weise zusätzliche Erlöse haben. Das heißt, es gibt das alles rundherum. Aber wir haben ein paar Grundinfrastruktur-Services, wie zum Beispiel Mail, wie zum Beispiel Suche und so weiter, die funktionieren halt auf Kostenlosmodelle. Und ich kann sagen, ich habe web.de mit aufgebaut und wir haben damals aus lauter Verzweiflung, weil Online-Werbung noch nicht so entwickelt war, haben wir damals Paymail, hat uns jeder einen Vogel gezeigt, entwickelt, das Clubmail. Und das bringt mittlerweile 3-stellige Millionenbeträge im Jahr. Das war ein steiniger Weg. Also das wird überall versucht, aber glauben Sie uns, es gibt genügend Beispiele, warum gerade auch dieses Freemium-Modell einfach auch das Modell ist, mit dem man Services ganz einfach viel schneller im Markt reinbringt. Was immer ich versucht habe in unterschiedlichen Formen, im Konzern und nebenbei auch in den Firmen, die ich gehabt habe, diese Freemium-Modelle funktionieren, weil Menschen eben in der Breite bestimmte Beschränkungen haben von dem, was sie zahlen können. Und das ist der Vorteil von Online-Werbung. Und das ist der Vorteil, den wir in diesem konkludenten Vertrag zwischen Nutzer und dem Anbieter, dem Handschlag, lässt Online-Werbung zu und dafür kannst du es kostenlos nutzen. Deswegen gibt es das, deswegen ist es so stabil weltweit. Okay, da war noch eine Frage.
Stellen Sie sich bitte auch kurz vor. Mein Name ist Reda Borchardt, ich bin CTO von Inske Media. Wir sind ein Werbenetzwerk und klar, wir hätten auch am liebsten keine Adblocker, aber ich wollte da ansetzen, was mein Kollege mich hier schon auch gesagt hat. Die Diskussion erinnert mich sehr, aber sehr an Napster zwischen 1998 und 2002. Und ich finde, dass Adblock Plus ihr Geschäftsmodell Schwachsinn ist. Sie können sich nicht als moralische Instanz hinstellen und sagen, was ist gute Werbung, schlechte Werbung. Das Einzige, was sie machen werden, ist, sie werden den Prozess beschleunigen, den es auch in der Musik gab, wo nachdem Napster ausgeschaltet wurde, einige in die Legalität gegangen sind und iTunes eben unterstützt haben und Musik gekauft haben. Leute wollen ja Content. Und die anderen in die schlimmere Variante sind nämlich Torrents. Und Adblock Plus ist ein relativ primitives System. Es gibt viel perfidere Systeme, die nicht browserbasiert sind, die einen kompletten Haushalt ausschalten, die sogar die Werbung ändern und trotzdem noch die alten Tracker feuern. Da ist der wirtschaftliche Schaden noch viel, viel größer. Und meine Frage ist, warum probiert Adblock Plus zum Beispiel nicht, den User zu erlauben, für den Schaden aufzukommen? Sagen wir mal, jemand möchte Focus lesen. Warum gibt man der Person nicht die Wahl, Displayformate zu sehen, aber zum Beispiel einfach für die kleinen Centbeträge der Pre-Rolls, die die Person nicht sehen möchte, einfach selbst aufzukommen? Ja, das ist ein interessantes Modell. Das sehen wir uns schon seit sehr langer Zeit an, dass wir über Acceptable Ads hinaus noch zusätzliche Möglichkeiten etablieren, wie Publisher Inhalte monetarisieren können. Ich denke aber nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass es Werbung gibt zur Erhaltung des kostenlosen Internets. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Acceptable Ads vorantreiben und eben nicht nur mit Bezahlschranken agieren. Das kann als Ergänzung durchaus ein valides Modell sein. Okay, noch eine letzte Frage, bitte. Hi, Karim Atiyeh von Nugget. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage, die sich auf dieses Acceptable Ads Programm wieder bezieht. Ich meine, wenn ihr euch als den TÜV der Werbeform in Deutschland seht, mit welcher Legitimation macht ihr das? Also die einzige, die ich momentan erkannt habe, ist der schnellbindende Beton, den ihr erfunden habt. Viel mehr sehe ich da noch nicht. Welchen Absender habt ihr als Wächter über die Qualität der Werbeform in Deutschland oder im Zweifel weltweit zu fungieren? Ich glaube, dieselbe Frage hast du genau vor einem Jahr schon mal gefragt. Ja, aber die Antwort kann nicht wieder sein, dass es von den Usern gewollt oder die User treiben das Thema nach vorne. Ihr seid nicht die Vertreter der User. Die meisten User benutzen es nur, damit sie keine Werbung sehen. Wir sind die Vertreter unserer User. Und für unsere User haben wir die Verantwortung, sie installieren unsere Software und sie haben das berechtigte Interesse daran, dass wir dafür sorgen, dass wir am Ende nur das ausspielen, was sie auch wollen. Und genau das ist, glaube ich, auch vorhin ein bisschen verloren gegangen. Das ist eine Zielgruppe. Wir wollen ja gar nicht Online-Werbung generell verändern. Wir wollen euch ja gar nicht vorschreiben, wie ihr generell hier mit Bannern oder Overlays oder so umzugehen habt. Aber bei dieser speziellen Zielgruppe, die sich unsere Software installieren, da wissen wir, was funktioniert, was nicht. Und da können wir deshalb helfen, diese User auch wieder zu erreichen. Und das sind unsere Nutzer, die unsere Software installiert haben. Also haben wir darüber die Legitimation, auch zu entscheiden, was diese User sehen werden. Vorausgesetzt natürlich immer, der Nutzer entscheidet sich für die Standardeinstellungen, die wir zur Verfügung stellen. Wir geben dem Nutzer einfach nur ein Tool, um selber kontrollieren zu können, was er sieht und was nicht. Aber in den Standardeinstellungen vertraut er uns natürlich darauf, dass genau das durchkommt, was er auch sehen will. Wobei man ganz klar sagen muss, es sind nicht eure User. Ich meine, das ist hier in der Diskussion ja auch sehr deutlich geworden. Es sind ja User, die unter anderem auch einen expliziten... Karim? Ja. Darf ich dich unterbrechen? Ja, weil der Herr hatte noch eine Frage vor dir und wir sind schon völlig aus der Zeit. Bitte ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Ich würde dann gerne auch zur Schlussrunde kommen, weil unser nächstes Panel auch schon wartet. So schön es hier ist. Ja, Daniel Thieme von Adorum, Agentur und Vermarkter gleichzeitig. Es ist so ein bisschen die Frage nach dem Fazit für heute, weil ich gucke mir die Headline an und da steht dann bekämpfen, ignorieren, überflüssig machen. Ich glaube, wir sind uns einig, ignorieren können wir ein Phänomen wie Adblock Plus nicht. Überflüssig machen, da habe ich jetzt auch kein schlüssiges Konzept für gehört. Insofern meine Frage in erster Linie an Matthias Ehrlich und Björn Kaspring. Kampfansage, Fragezeichen, ist das Bekämpfen von solchen Phänomenen momentan möglicherweise das Mittel der Situation? Es hat bei Schutzgeld in Deutschland gut geklappt. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ich illegales Verhalten habe und sei es illegal justiziabel oder illegal von der
von der noch nicht durchgearbeiteten Systematik her. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass solche Schmarotzer aus diesem Markt rausgehen und dass wir parallel dazu natürlich, das ist auch eine Folge, und wer mich kennt aus der Zeit, wo ich noch Verantwortung getragen habe für Vermarktung, weiß, dass ich sehr nervig war mit dem Thema Qualität. Ich habe heute das Wort Qualität wieder bis zum Erbrechen von ein paar, von denen jünger dabei sind, mit Sicherheit zum Erbrechen wieder nicht genannt. Das klingt sehr altfährlich. Qualität, Qualität, Qualität. Dafür brauche ich den Till aber nicht. Björn? Das wäre genau das gewesen, was ich dazu zu sagen hätte. Im Grunde genommen nochmal, es ist gebetsmühlenartig, auch das, was Matthias gerade sagte, wir brauchen, um eine Qualität im Markt sicherzustellen, um eben ein funktionierendes Businessmodell auch für unsere Kunden sicherzustellen, natürlich keine Adblocker. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir hier nicht weiterkommen. Nochmal, wir schaffen zumindest aus Marktsicht eine Transparenz. Wir werden im OVK eine Adblocker-Rate erheben, die wir auch veröffentlichen werden. Till, ihr seid herzlich eingeladen, über euer Tool auch Adblocker-Raten an uns zu melden. Ihr seid, und das hatte Oliver von Versch letztes Jahr gesagt, wir können gerne mal zusammen eine Marktforschung machen, welche Werbeflächen, welche Werbeformen tatsächlich funktionieren, können wir gerne machen. Dem Angebot seid ihr auch noch nicht nachgekommen. Wir sind dafür, wesentlich mehr Transparenz im Markt zu schaffen. Wir sind dafür, wesentlich mehr Qualität zu schaffen. Wir machen unseren Job und den machen wir gut und das machen wir auch weiterhin. Ja, ich kann mich an der Stelle schon mal bedanken. Bevor wir schließen, nochmal letztes Statement, bitte jeder in der Runde. Titel, Sie sagten es gerade schon, Adblocker bekämpfen, ignorieren oder überflüssig machen. Heute in einem Jahr, wo sind wir, was ist die Lösung? Ja, möchtest du anfangen? Ja, ich glaube, wir sitzen hier die nächsten paar Jahre noch und ich finde es gut, die Bemühungen von den Verbänden, aber an alle Publisher hier, die nicht die Zeit haben zu warten, sondern heute oder morgen wirklich Geld verdienen wollen. Es gibt technische Lösungen, muss nicht zwangsweise zu uns kommen, aber man kann auch technisch gegensteuern und das kann ich nur jedem empfehlen. Kurzer Sales Pitch, ja. Also ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, einen zweiten Graumarkt da aufzumachen, um dann noch jemanden gegen zu finanzieren. Ich gönne dir das, aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt die Lösung. Ich bin aber eigentlich auch überzeugt, dass wir Till nicht einfach verbieten können, weil dann gibt es andere Lösungen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen in irgendeiner Form mit ihm Diskussion starten. Und da müsste dann auch tatsächlich ein klares Bekenntnis von denen kommen, dass sie das nicht nur wollen, sondern auch tun. Im Moment sehe ich nur, dass sie immer sagen, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir machen ja. De facto gesehen habe ich davon noch nichts. Ja, es ist, wir haben uns auch mehr Fortschritt hier gewünscht natürlich und das hängt damit zusammen, dass wir immer wieder auf die Situation stoßen, dass man sich eben nicht mit uns unterhält. Deswegen, ich bleibe hier, ich werde das weiter vorantreiben, ich werde weiterhin meine Gesprächsbereitschaft signalisieren. Ich denke, der Fokus auf Qualität ist absolut der richtige Ansatz, aber hier nochmal, hier fehlt so ein ganz bisschen noch das Problembewusstsein, denn wenn man bei der Qualität schon alles richtig machen würde, hätte man diese Adblocker-Diskussion nicht. Deswegen denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir hier uns vor Augen führen, es ist eine spezielle Zielgruppe, wie will man die erreichen, und da sind wir auf jeden Fall bereit, Marktforschung und so weiter mit zu unterstützen, um eben das, was ich vorhin angesprochen habe, genau die richtige Balance zu finden. Wie kann man diese Nutzer zurückgewinnen? Wie kann man diese Nutzer noch erreichen? Es wird nie eine juristische oder auch wirklich valide technische Möglichkeit geben, sondern das Einzige, was am Ende funktioniert, ist die Akzeptanz der Nutzer. Na, ich denke, es muss eine Mischung sein aus den technischen Möglichkeiten, das zu blocken, aus den, dass die Thema Copyright über die sich weiterentwickelnde Rechtsordnung, die auch das Digitale immer besser mit erfasst, entwickelt wird. Und die Gespräche müssen eigentlich mit den großen Browserherstellern weitergehen. Ich glaube, dass eine Google als Anbieter von Chrome mit Sicherheit sehr zügig Adblocker aus ihrem Store rausschmeißen würden, wenn sie nicht die Gefahr hätten, dass ein als Foundation daherkommende Mozilla so etwas ausnutzen würde und sagen, also mit dem mehr basisdemokratischen Ansatz eben das vernünftig machen lassen. Deswegen ist die Basisdemokratie immer recht lustig, aber halt eben auch nicht sehr zielführend zum Aufbau einer stabilen, gut funktionierenden Gesellschaft.
mein Appell, mein Schlussappell geht ganz klar nochmal in die Richtung, die Problemlösung finden wir im Markt tatsächlich nur bei den professionellen Anbietern im Markt, sei es jetzt die Premium-Vermarkter im OVK oder die Premium-Agenturen oder eben die Anbieter im Markt, die sich diesem Problem stellen, die Lösungen schaffen, individuelle Lösungen schaffen, die Experten haben, die das breite Know-how haben, über Jahre aufgebaut, was die Produkte angeht. Also mein Appell in die Richtung, setzt eben auf die Qualitätsanbieter im Markt, die euch Lösungen dafür entwickeln. Last but not least, Andi. Ja, also über den Punkt, ob wir Adblocker brauchen, bin ich lange schon hinweg. Wir haben Adblocker. Ich gehe auch davon aus, dass die Quoten da wachsen. Wir als Publisher haben rund 30%, die geadblockt werden. Und meine Aufgabe ist es, mich mit unserem Vermarkter zusammen darüber zu verständigen, wie wir diese restlichen 30% auch erreichen können, welche Technologien es da gibt, wie wir Werbemittel von der Qualität so verbessern, dass diese Quoten nicht steigen. Und ja, ich bin interessiert daran, herauszufinden, wie solche Veranstaltungen stattfinden, wo Werbeformate wie Interstitials als standardkonform angesehen werden. Ja, Gentlemen, herzlichen Dank für die Runde, auch an das lebhafte Publikum, und ich freue mich auf nächstes Jahr.